Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder da bei FTL Faster Than Light. So, wir machen gerade mal weiter. Wir haben 4 Leute, einen Steinmenschen und ein so einer. Okay. Wo waren wir denn? Was hatten wir denn vor? Voll haben wir noch. Wir wollten... Ich gehe erstmal in den Storm zu gucken, was es da gibt. Defense-Drohne. Lohnt alles nicht, glaube ich. So, passt doch. Dann gehen wir mal hier irgendwo lang. Wir finden Rebel-Automat. Aha, wir haben wieder so eine Drohne gefunden. So ein großes und automatisiertes Schiff. Und wir können von der Daten runterladen. Okay, jetzt müssen wir doch gegen das kämpfen. Schade. So. Als nächstes auf die Waffen. Und go. Volltreffer. Das Cockpit. Aber eigentlich, wenn das Ding automatisiert ist, brauchst du eigentlich auch kein Cockpit, mal ganz ehrlich. Die sind ja gut. So. Nice. So, jetzt würde ich hier noch, 50 kostet das. Fuck. Alter, er hat doch einen Arsch offen. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Können wir da... Oh nee, Sonne. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kleine Missel. Haben auch sonst keine Hobbys, oder? So. Okay, das eh gleich down. So, gut. So ein Arschloch. Gehen wir gleich hier. Oh, Notruf. You find a nurse distress call, a small research. Aha, eine Forschungsstation. Aha. Die haben ein Feuer und ja, wir schicken mal unseren Steinmenschen rein. Das ist wahrscheinlich das Beste. Okay, der hat's geschafft. Jetzt können wir die... Stealth Weapons. With most of the fire under control, the scientists are able to help save the station. The offer... Nice. Stealth weapons. Prevents your weapons fire from disrupting your cloak.
Ah, wir können schießen, während wir getarnt sind, wenn wir so ein Tarn-Dings haben. Das ist geil. Ach, noch einer. 25, genau. Oh Mann. Fahren wir mal hier lang. Attacken wir das mal. Nice, jetzt können wir den Halberd Beam auch reinhauen. Und den Halberd hauen wir von da nach da. Oh yes, das wird geil. Schnieke. Geiles Ding. So, dann kannst du wieder hier hin. Und du wieder hier hin. Die arbeiten echt super. Super geil. Wieder ein Notruf. Ah, eine Falle, okay. Egal, die machen trotzdem platt. Nein, man so. Das wird geil. Er zieht auf jeden Fall. Also ich finde Helmer viel nice. Nee, das Surrender akzeptieren wir nicht. Die haben uns in eine Falle gelockt, wir töten die jetzt. Sind sie gerade selber schuld. Da zeige ich keine Gnade. Bam. Schön. Warum leckt es jetzt so auf einmal? Ich will nicht, dass es laggt. Ich mag Frame-Einbrüche nämlich nicht so. Wisst ihr. So, jetzt haben wir zwei Schilde. Oder Schilder. Moment, wisst ihr was? Ich mach kurz Aufnahmepause. Moment. So, wir sind wieder da. Ich weiß nicht, was das Problem jetzt war. Jetzt geht's auf einmal wieder mit den Lags. Moment, kommen wir? Nee, tun wir nicht. Ah, shit. Gehen wir mal zum Exit. Warum laggt das jetzt so? Ich hasse das richtig. Jetzt geht's wieder. Jetzt nicht? So. Warum leckt der Scheiß? Es darf nicht lecken.
Okay, wir können hier auch Leute kaufen. Wir haben eh kein Geld. Gehen wir mal in den nächsten Sektor. Ja, gehen wir zu den Angie. Moment. So. Direkt schon kriegen wir einen Notruf. Ich glaub's ja nicht. Das ist Süßwasser. Aha, Raumstation. Die haben wahrscheinlich. Ein Feuer. Und geht langsam kaputt, dann versuchen wir mal zu helfen. Ah, die haben was kaputt. Dann hauen wir mal unser NG-Crew-Member rein, weil der so gut reparieren kann. Okay, schön. Dann hauen wir mal wieder hier was rein. Noch ein Powerband und haben wir schon zwei Schilder. Ist doch geil. Ich würde hier lang, dann hier so runter. Versuchen wir es mal. Federation. Mh. Auf einem nahen Planet. Intruders an Bord. Von den Rebellen. Wollen anscheinend abhauen. Der eine stirbt da schon. Ja, in unserer Heilungsstation zu kämpfen, ist angenehm. Nö. Das war eine Falle, wie er akzeptieren kann, Surrender. Und tschüss. Danke. So. Da war an den Waffen. Der Rock Eggman war an dem Schild. Du, Sven, am Steuer. Oh, und Elizabeth wahrscheinlich am Antrieb. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Läuft schon richtig gut. Zerstören wir es mal. So. Okay. Die haben also einen Ionenlaser-Beam-Dings da. Damit können sie uns aber nicht zerstören. Weil sie Opfer sind. So. Nice. Ah, die hat eine. Hier so eine Station angegriffen, denke ich mal. Und wir haben eine System Repair Drohne bekommen. Die uns aber nicht sehr viel hilft. System Repair. Ja. Brauche ich aber eigentlich nicht. System Repair. Brauchen wir die unbedingt? Eigentlich ja nicht, oder? Noch die Heilstation. Und noch hier. Und was ist das? Die Türen.
Oh ja, aber ich würde die auf jeden Fall machen. Die Türen kann man machen, muss man nicht, aber ich würde es schon machen mal. Okay, die greifen uns an, scheint ein starkes Schiff zu sein. Machen wir einfach deren Dingsen hier kaputt. Oh, unser Türsystem ist im Arsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Reparier. Mach. Fuck. So, das da darf jetzt. Aber eigentlich der Rockman hier, der müsste ja Ding noch aushalten. Der braucht, glaube ich, keine Luft eigentlich. Es gibt Aliens, die keine Luft brauchen. So. Gleich weg hier. Wieder Pirates. Wollen uns totschießen. Diese befinden, der am Schild. Und weiter geht's. Tot. Das war ja gar nichts. So, haben wir das jetzt eigentlich? Nee, O2 haben wir noch nicht. Die Türen mache ich und O2. Das rächt sich später, wenn man das nicht macht. Sage ich euch. Okay. Die wollen mit uns. Die haben Probleme oder was? Okay. Dann kontaktieren wir die mal. Marker, okay. Secret Technology stolen by Mantis. Ne, da könnten wir vielleicht was bekommen. Okay. Müssen wir uns einmal heftig beeilen. Shit, sonst könnte es hart werden. Die können wir weg. So. Das ist Tarn, Dings, Tarn, wie auch immer das heißt. Aha. Dann beeilen wir uns mal zur Quest. Okay, schnell. Ey, perfekt. Der Halbert geht hier rüber, haut die Waffen und den Schild im Arsch und der hier macht den Antrieb noch kaputt. Ist doch nice. So. Okay, die wollen also doch nicht sterben. So, that's what you're after, too bad. Ah, die haben uns also verarscht, das falsche Schiff, was wir jetzt angegriffen haben. Okay. Ich
Scheiße. Oh, perfekt. Dann kommen wir doch noch von den Rebellen weg. Okay, dann hauen wir die jetzt mal weg. Zum Hellwatch. Von hier nach da. So. Ja. Jetzt haben die doch nichts zu tun damit. Im nächsten Sektor. Ja, genau. Mongos, ey. Ein paar Engies haben uns hier was Schönes geschenkt. Was wir allerdings leider nicht benutzen können. Schade. Gehen wir mal schnell den Exit. Wir brauchen unbedingt wieder hier Full. They offer to upgrade your piloting subsystem in exchange for some scrap. Piloting Subsystem. Sultans. Okay. You arrive in Sultan Space. Ja. Schön. Wir müssen zu der Quest. Unbedingt. Ich will diese Technologies haben. Und Full. Wieder. Wir haben nur noch zwei. Das kann heftig werden. Was? Die schicken einfach so eine fette Drohne rüber. Ich glaub's ja nicht. Der macht ja alles im Arsch, Mann, oder was? Ja klar, genau. Ja, was soll denn das? So. Shit. Na endlich. Ich brauche einen Fool. Mann. Ja, danke. Ich brauche kein Geld, ich brauche... Ja. Wenigstens 5. Jetzt lackt's wieder, auf einmal. Komischer Scheiß. So. Schickes Ding, der Eggman war hier. Die war hier hinten. Und der hier. Hier. So.
Hören wir das. Das brauchen wir eigentlich nicht. Einen Antrieb mal verbessern. So, dann jumpen wir noch einmal. Direkt zu der Quest. Den Distress können wir jetzt leider nicht entgegennehmen. You come across a pirate in hot pursuit of an... Okay, nehmen wir das mal. Naja. In den Storm müssen wir aber noch wirklich schnell. Ich brauche wieder Full. Das ist ein Must-Have. Lalalala. Ach, die Drohne können wir eigentlich auch verkaufen. Nein, ich brauche so einen Kontrollraum. So einen die Drohnen bringen es als wirklich. Fuck, ey. Wie viel kosten die? 25. Shit, Mann. Oh. Ist doch scheiße. Ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's für die Folge heute. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.